Herzlich willkommen zum nächsten Lernvideo zu unserer Reihe zur Differentialrechnung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Begriff der Extrema. Wir unterscheiden zwischen lokalen Extrema und globalen Extrema. Beginnen wir mit der Definition eines lokalen Extremums. Es sei f eine reelle Funktion. Also die Funktion, die wir betrachten, ist eine reelle Funktion. Sie bildet von i auf r ab. Also ist i sozusagen der Definitionsbereich der Funktion und dieses i ist eine Teilmenge der reellen Zahlen. Darauf aufbauend betrachten wir eine Umgebung u. Diese ist wiederum eine Teilmenge von i, also eine Teilmenge des Definitionsbereiches. Wir wählen nun eine Stelle x aus u aus und erhalten so einen Punkt e. Der Punkt e hat als x-Koordinate x und als y-Koordinate den Funktionswert von x. Dieser Punkt ist ein lokales Minimum von f, wenn für alle u aus u gilt, dass f von x kleiner gleich f von u ist. Sprich also, der Funktionswert von x ist der kleinste Funktionswert in der gesamten betrachteten Umgebung. Es darf keinen Funktionswert geben innerhalb der Umgebung, welcher kleiner ist als f von x. Es darf höchstens Funktionswerte geben, welche gleich sind, damit dieser betrachtete Punkt noch immer ein lokales Minimum ist. Beim lokalen Maximum dreht sich das halt um. Da ist es dann so, dass f von x der größte Funktionswert in der Umgebung sein darf. Es darf also keinen Funktionswert geben, welcher f von x überragt in der betrachteten Umgebung. Wir sagen, ein lokales Extremum liegt vor, wenn der betrachtete Punkt ein lokales Minimum oder ein lokales Maximum ist. Lokales Extremum ist dann sozusagen der Sammelbegriff. Kommen wir nun zum Begriff des globalen Extremums. Wir betrachten eine reelle Funktion f wiederum, welche von i auf r abbildet. I ist also wieder der Definitionsbereich der Funktion, r ist eine Teilmenge der reellen Zahlen. Dieses Mal jedoch wählen wir unsere Stelle x direkt aus i aus. Es ergibt sich so ein Punkt e x f von x, also mit der x-Koordinate x und mit der y-Koordinate f von x. Dieser Punkt e ist nun ein globales Minimum von f, wenn für alle i aus i gilt, dass f von x kleiner gleich f von i ist. Sprich, es darf im gesamten Funktionsverlauf keinen Funktionswert geben, welcher kleiner ist als f von x. Also nicht nur in einer Umgebung, dieses Mal darf es im gesamten Funktionsverlauf keinen Funktionswert geben, welcher kleiner ist als f von x. Beim globalen Maximum dreht sich dies eben wiederum um. Hier darf es eben keinen Funktionswert geben im Bereich des gesamten Funktionsverlaufes, welcher größer ist als f von x. Also f von x ist der größte y-Wert im gesamten Funktionsverlauf. Es darf höchstens Funktionswerte geben, welche f von x entsprechen. Wir sagen wiederum, ein globales Extremum liegt vor, wenn der betrachtete Punkt ein globales Minimum oder ein globales Maximum ist. Es ist also wieder so, dass der Begriff globales Extremum sozusagen ein Sammelbegriff aus globalem Minimum und globalem Maximum ist. Um das Ganze etwas anschaulicher zu gestalten, betrachten wir nun ein Beispiel. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Video zur Monotonie erinnern. Hier haben wir den Verlauf einer Achterbahn betrachtet. Diesen Verlauf wollen wir nun wieder betrachten. Die y-Achse repräsentiert dabei die Höhe, auf welcher sich die Achterbahn befindet, und die x-Achse die zurückgelegte Strecke. Versucht nun jene Punkte zu finden, bei welchen der Verlauf ein globales Minima, ein globales Maxima, ein lokales Minima und ein lokales Maxima aufweist. Markiert die Punkte am Graphen. Versucht dies eben jetzt selbst. Die Auflösung dazu gibt es gleich hier im Video. Kommen wir nun zur Auflösung des Beispiels. Wie ihr seht, wurden bereits einige Punkte am Graphen markiert. Schauen wir mal an, was sie bedeuten. Beginnen wir mit dem Punkt ganz links. Dieser Punkt heißt GM1. Er steht für globales Minimum 1.
Warum ist GM1 überhaupt ein Minimum, also ein globales Minimum sogar? Naja, es gibt am gesamten Funktionsgraphen keinen anderen Punkt, also am gesamten Funktionsverlauf finden wir keinen Punkt, welcher eine niedrigere Höhe aufweist als GM1, beziehungsweise welcher ein niedrigeres y hat als GM1. Wir finden jedoch ganz am Schluss noch einen Punkt GM2, welcher genau die gleiche Höhe hat, beziehungsweise genau das gleiche y hat wie GM1. Ihr könnt euch das so vorstellen wie den Start- und den Endpunkt der Achterbahn. Unsere Achterbahnfahrt beginnt bei GM1 und endet wieder bei GM2, also quasi wieder beim Startpunkt, wo wir losgestartet sind. Kommen wir zum nächsten Punkt am Funktionsgraphen. Dieser ist der Punkt GMA. GMA repräsentiert dabei ein globales Maximum. Wenn wir den Funktionsverlauf betrachten, so werden wir am Funktionsgraphen keinen anderen Punkt finden, welcher eine höhere Höhe hat als GMA, beziehungsweise welcher ein höheres y hat als GMA. Somit ist GMA ein globales Maximum. Wandern wir wieder weiter. Dabei stoßen wir auf den Punkt LM. Dieser Punkt repräsentiert ein lokales Minimum. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, was wir brauchen, damit wir ein lokales Minimum identifizieren können, wir betrachten eine Umgebung. Markieren uns den Bereich, welchen wir betrachten wollen auf der Y-Achse. Dieser geht jetzt von 40 bis 80 circa. Und wenn wir uns diesen Bereich anschauen, also in diesem Bereich drinnen liegt ja unser lokales Minimum, also muss es drinnen liegen, so werden wir feststellen, dass es wirklich keinen anderen Punkt gibt in dieser Umgebung, welcher eine kleinere Höhe bzw. ein kleineres y aufweist als LM. Wenn wir uns dann nochmal das Ganze global überlegen wollen, wieso LM nicht ein globales Minimum ist, so sehen wir, dass es Punkte mit GM1 und GM2 gibt, welche eine kleinere Höhe aufweisen als LM. Das gleiche Spielchen jetzt fürs lokale Maximum. Betrachten wir dieses einfach von 80 bis 90, das heißt, unsere Markierung bei 80 können wir schon wieder verwenden und wir setzen noch eine bei 90. Wir sehen, in dieser Umgebung ist LMA, also lokales Maximum, wirklich ein lokales Maximum. Es gibt keinen Punkt in dieser Umgebung, welche eine höhere Höhe aufweist als LMA. Wir können das Ganze auch wieder global betrachten. So sehen wir eben, dass LMA nur ein lokales Maximum ist, da es mit GMA einen Punkt gibt, welcher eine höhere Höhe aufweist als LMA, beziehungsweise welcher ein größeres Y hat als LMA. Damit wären wir am Ende dieses Beispiels angelangt und somit auch am Ende des Videos. Ich hoffe, es war lehrreich und wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann!